Einen schönen guten Tag, ihr liebe Leute von nah und fern und schöne Grüße aus dem schönen Westerwald. Seid ihr denn auch alle da? Ja, war doch früher immer beim Kasperle-Theater. Ich hoffe, ich bin nicht euer Kasperle. Ja, heute am Tag der Aufnahme ist unser Border Collie Welpe. Ding, da ist er. Eine Woche und einen Tag bei uns. Und wir haben natürlich die ersten Erfahrungen sammeln dürfen mit der Nola, so heißt sie ja selber, wie sie selbst persönlich so ist und sich verhalten hat. Und mit der, ja klar, so andeutungsweise auch mit der Rasse Border Collie. Und wie ihr seht, sieht sie da jetzt schon sehr aufmerksam zu den, beiden jungen Schafsböckchen. Ist die am Beobachten. Ja, die Erfahrungen, die wir gesammelt haben mit der Nola, sind mal, wie die beobachtet. Ist ja interessant. Hammergeil, das ist jetzt echt eine Situation, die spontan kommt. Die Erfahrungen, die wir gesammelt haben mit der Nola und mit als Border Collie Welpe, wollten wir gerne mit euch teilen in Bild und Ton und euch auch die erste kleine, ganz spontane, überraschende Übungsstunde mit der Nola zeigen in Form von zwei Videoschnipseln, die wir dann einbauen. Und wünschen euch viel Spaß beim Zuschauen und beim Zuhören. Ja, unsere erste Woche, eine Woche und ein Tag mit der Nola. Was haben wir für Erfahrungen sammeln dürfen? Es ist ja nicht mein erster Hund und ich versuche mich jetzt auch kurz zu halten, um nicht so langweilig zu wirken. Stubenreinheit mit großen Geschäften hat super geklappt. Stubenreinheit mit kleinen Geschäften, naja, lassen wir das. Wir sind wohl auf dem Weg der Besserung. Border Collie, ja, ich bin schon so ein bisschen beeindruckt und habe das Gefühl, dass die Nola verdammt schnell lernt. Manche Sachen brauche ich ihr nur ein-, zweimal zu zeigen und dann sitzt das. Im wahrsten Sinne des Wortes, zum Beispiel das Thema Sitz. Wenn wir an der Leine zur Hauptstraße gehen und wollen spazieren oder Gassi gehen, mit der Jette auch zusammen, dann habe ich ihr beigebracht, dass sie sich setzen sollen. Erstmal innehalten, ruhig halten. Dann schaue ich, wenn die Straße frei ist, gebe ich irgendwann einen Befehl, dann rennen wir alle drei drüber. Und dieser Befehl sitzt, hat ich habe wenige Male gezeigt und dann hat die das direkt kapiert und macht das auch. Und auch das Thema Sitz, wenn sie zu mir kommt, soll ein Leckerchen kriegen und soll sich dann erst setzen. Also einmal, zweimal gezeigt und dann hat die das kapiert, in anderen Situationen auch. Aber genauso kann die auch stur sein. Also sie hat einen sehr starken Charakter, einen starken Willen, muss sie wahrscheinlich auch haben, um später als Hütehund dienen zu können, arbeiten zu können. Da muss man sich wahrscheinlich auch durchsetzen können und einen starken Charakter haben. Immerhin kann es ja sein, dass es 120 Kilo Böcke mal gibt, gegen die sie sich durchsetzen muss. Dann müssen schon Argumente auf den Tisch. Dann muss man wahrscheinlich einen starken Charakter haben. Auch mit dem Gehen an der Leine haben wir probiert. Der erste Gang, schwierig. Schwenkt nochmal so hier rüber. Da ist die Glöckchen zu sehen und der Stalleingang. Und dann, als wir dieselbe Straße 300 Meter zurückgingen, auf einmal ging das, von jetzt auf gleich. Die kapiert das echt total schnell. Kapiert schnell, hat aber auch einen starken Charakter. Und wenn sie was nicht will, will sie es nicht. Dann geht gar nichts. Ja, wie soll ich sagen, raffiniert. Wenn die ins Auto will, kommt die da rein. Dann kommt die sogar bis aufs Armaturenbrett. Wenn die nicht will, bleibt die einfach davor sitzen und Ende Gelände. Dann muss ich sie reinheben.
insgesamt, was die erreichen will, erreicht die auch. Die kann sich Gedanken machen und einen Weg überlegen, wie komme ich jetzt irgendwo hin oder wie erreiche ich dieses oder jenes. Ist nur die erste Woche, ich weiß. Aber so leichte Tendenzen und Nuancen, bilde ich mir ein, kann man schon feststellen. Also schnell lernende Rasse, raffiniert, kann denken, kann Lösungen finden. Finde ich interessant, ja. Die Übungsstunde heute, die wir hatten, wo die Nola an der Leine mit mir geht, hinter den Schafen her, habe ich ganz bewusst so harmlos gemacht. Kein Schaf konnte an sie ran, da habe ich für gesorgt oder sie gar überrennen oder überrumpeln. Und phasenweise hatte ich den Eindruck, ja, sie guckt interessiert und guckt und rennt hinterher und schaut und stellt die Ohren auf. Und im nächsten Moment, klar, also noch ein Baby, war sie wieder mit der Nase woanders und scheinbar auch mit den Gedanken woanders. Aber so als erster Schnupperkurs dachte ich, kann es nichts schaden. Ja, so viel zu den ersten Eindrücken. Ja, hier kriegt ihr nochmal die Nola in Nahaufnahme, unser Border Collie Welpe. Jetzt eine Woche bei uns. Ich habe das Gefühl, sie ist schon gewachsen. Ja, sie soll ja tatsächlich später mal uns helfen, die Schafe zu hüten. Heute hat sie die erste kleine Trainingseinheit gehabt. Und viel gebracht hat es nicht. Ich weiß das, aber es ist ein erster kleiner Einstieg gewesen, ein Schnupperkurs quasi. Wie halte ich denn jetzt das Handy am besten? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und es werden noch viele weitere Übungstrainingsvideos mit der Nola folgen. Und ja, wir werden euch gerne berichten, ob wir es irgendwann schaffen und hinkriegen, dass die Nola uns beim Hüten und Schafe treiben hilft. Zum Schluss bedanke ich mich wieder bei dem aufmerksamen Zuschauer, der bis jetzt hierhin das Video gesehen und verfolgt hat. Und sage wie immer, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Tschö!